damit die Leute wenigstens. So, hallo. Uns ist das komplette Bild verrutscht und das mache ich jetzt nochmal neu. Beziehungsweise mache die Namen dahin, wo sie hingehören. So, der Ivanov ist nämlich da vorne. Der Darrington ist da. Und tada! Stimmt es wieder? Und jeder heißt so, wie er heißt. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem fantastischen Alien-Let's Play am Freitagabend. Schön, dass ihr alle da seid und so reichlich bekommen seid. Ich finde es hochgradig professionell, dass man wieder direkt am Anfang meine Technik spinnt. Das finde ich gut. So muss das sein. Das ist authentisch, nennt sich das. Das ist nicht unfähig, sondern authentisch. Das ist ganz wichtig. Ich freue mich ganz, ganz besonders über die Gäste, die ich heute Abend habe. Und da diese Gäste wahrscheinlich noch keiner kennt, stelle ich die vier einmal vor. Ladies first, schon gesehen, mehr als einmal in meinem Stream. Cat Longridge, eigentlich die liebe Sonja Sonne Rüther. Herzlich willkommen, liebe Sonja. Schön, hier zu sein. Bekannt durch ihre vielen, vielen wundervollen Romane. Und unter anderem auch durch deinen Shadowrun-Roman, den ich hier schon vorgestellt habe. Toxische Erlösung. Ja. Dann haben wir direkt unter, was keine Wertung ist, unter der lieben Sonne, also unter Cat Longridge, haben wir Captain Darrington. Genau. Um genau zu sein, Captain Lloyd T. Darrington, mhm. Alias Tom Finn. Hallo, lieber Tom. Hallo, Jens. Tom ist bekannt als Autor aus der Rollenspielszene, unter anderem und als Autor von unzähligen Romanen. Und der Tom hat zum Beispiel mitgeschrieben als der an der berühmt-berüchtigten 7G-Kampagne unter anderem. Und war auch schon mal Gast hier bei uns im Stream. Und hat sich bereit erklärt, heute mitzumachen, was mich außerordentlich freut. Neben dem lieben Captain Lloyd T. Darrington finden wir Ivanov, den Ex-Marine, alias Bernard Hennen, der einen meiner Lieblingsromane geschrieben hat, nämlich Nebenan. Mhm. Aber bekannt ist er den meisten Rollenspieler durch Phileason Fogwulf, der seiner Feder und der Feder seines Kompagnons Robert Corvus entspricht, die die Phileason-Romane zu euch bringen und der schon seit Ewigkeiten in der Rollenspielszene ein großer Name ist und direkt über dem lieben Bernhard Schrägstrich Ivanov, jemand, der noch nicht bei mir hier im Stream war und heute das erste Mal da ist. Seine Lordschaft, Byron, der Arzt des Schiffes. Und im wahren Leben heißt er Hartmar von Wieser und ist ebenfalls berühmter Autor und Mythologe. Und ist in der Rollenspielszene durch einen der bekanntesten legendären NSCs Aventuriens bekannt geworden, den Schwertmeister, der seit wann schon sein Unwesen treibt in Aventurien? Ja, praktisch als wir die ersten Erweiterungsbände, also höherleveligen Bände geschrieben haben, hat den jemand erwähnt. Das war ungefähr 88. Und dann habe ich systematisch ihn halt weiter benutzt, aufgebaut als Identifikations- und Hassfigur, als Vorbild, als Duellgegner, um ihn endgültig dann dramatisch umbringen zu können in der G7-Kampagne. Das bin ich ja auch immer noch ein bisschen dankbar. Ich fand, es war ein sehr heroischer, großartiger Tod an der Stelle. Das hat mir sehr gut gefallen. Charaktertode sind wichtig. Apropos Charaktertode. Heute spielen wir Alien. Macht euch diese Überleitung auch gerade so. Alien ist ein wundervolles Rollenspiel.
im Original aus dem Hause Frierligan oder auch Free League aus Schweden. In der deutschen Übersetzung von Ulysses Spiele. Damit ihr ungefähr wisst, was hier passiert, erkläre ich ein paar kleine Dinge vorab. Das Regelsystem ist herzlich einfach. Man hat Attribute, zählt die Fertigkeit drauf, so viel sechsseitige Würfel nimmt man, 6 ist ein Erfolg. Punkt. Relativ einfach. Wenn man eine Probe nicht schaffen sollte, dann haben unsere 4 die Möglichkeit, eine Probe zu strapazieren. Das heißt, sie können uns und euch davon überzeugen, warum gerade ein Handy klingelt. Im Kino wäre er rausgeflogen. Echt jetzt mal. Also, man kann eine Probe strapazieren, das heißt, man würfelt sie noch einmal. Allerdings kostet das etwas. Man bekommt einen sogenannten Stresswürfel dazu. Eine zweite Würfelfarbe W6, die man hat. Stresswürfel sind eigentlich cool, weil man ab dann einen Würfel mehr zur Verfügung hat bei jeder Probe, die man macht. Wenn man mehr Stress hat, also Stressstufe 3, hat man 3 Würfel mehr zur Verfügung und so weiter. Mit dem kleinen und winzigen Nachteil, wenn man auf diesem Würfel keine 6, sondern eine 1 würfelt, dann verfällt dieser Charakter unter Umständen in Panik. Und man muss eine Panikprobe machen, um zu sehen, was da passiert. Das kann von du schaffst es nochmal, dich zusammenzureißen, gerade ebenso, bis hin zu du bist katatonisch, brichst zusammen und kannst dich erst wieder bewegen, wenn jemand dir hilft. Also all das ist möglich in unterschiedlichen Schlimmegraden sozusagen. Wir befinden uns an Bord des Schrottsammlers Agamemnon. Die Agamemnon ist ein relativ kleines Schiff, weitestgehend automatisiert, weswegen der Pilot eingespart wurde, sondern der Captain die wichtigsten Manöver macht. Die weiteste Zeit überlässt der Captain aber die Steuerung des Schiffs der KI. Also er legt Ziele fest, das Schiff fliegt von alleine. Es ist ja nicht so wahnsinnig viel Verkehr im All. Insofern ist das Risiko, mit einem anderen Schiff zusammenzustoßen, ziemlich gering. Man kann auch automatisch starten und landen. Alles kein Problem. Was soll schon passieren? Das Schiff wird gesteuert von einer künstlichen Intelligenz namens Mutter. Für heute bin ich eure kümmernde und sorgende Mutter. Und damit ihr mit Mutter auch reden könnt, eine Sekunde. Da ist Mutter. Ihr habt hier einen Eingabemonitor. Always ask Mother for help. Wenn ihr mit ihr sprechen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Allerdings hat im Normalfall nur einer an Bord des Schiffes Zugriff zu Mutter. Der Captain. Sonst niemand. Du kannst mit Mutter reden. Die anderen können es versuchen, wenn sie technisch gut genug sind. Zurzeit seid ihr unterwegs in diesem Bereich des Weltalls hier unten, im sogenannten Djaus-Sektor. Ist am Rande der vergebenen Welt, denn ihr gehört niemandem. Ihr seid nicht im Besitz von Weyland-Yutani oder der US-Regierung oder wem auch immer. Ihr seid Freischärler. Ihr seid unterwegs im All in eurer mehr oder weniger fitten Agamemnon, die zusammengehalten wird von der Mechanikerin Cat Longridge. Cat ist eine sehr robuste junge Frau. Gesichtstätowierungen und wenn sie sich gerade nicht um die Maschine kümmert, dann bedient sie die Schnapsbrennerei, die sie inzwischen im Maschinenraum aufgebaut hat und ist selbst ihr bester Kunden.
Captain Darrington ist, wie ich eben schon gesagt habe, der Inhaber dieses Schiffes. Ihm gehört das Schiff, demnach seiner Meinung nach alles, was sich auf oder um das Schiff drumherum befindet. Seine Crewmitglieder zum Beispiel. Ihr gehört mir. Zumindest ist das seine Meinung. Um auf Nummer sicher zu gehen, hat unser Captain Darrington noch einen Ex-Marine dabei, den First Field Sergeant Ivanov. Wobei er diesen Titel nicht mehr tragen darf, denn er wurde unehrenhaft aus der Armee entlassen und hat sich an Bord dieses... Das hast du mir nicht geschrieben, weil deine Einstellung. Hat sich an Bord dieses Schiffs verdingt. Er war billig. Also seine Heuer ist nicht so wirklich groß und deswegen war das völlig in Ordnung. Okay, wissen wir anderen das? Ihr wisst, ihr kennt euch inzwischen, ihr seid lang genug miteinander unterwegs, um zu wissen, dass der Ex-Marine nicht Ex-Marine ist, weil er da weg wollte. Ihr wisst allerdings nicht, warum er unehrenhaft entlassen wurde. Da macht er immer ein Geheimnis draus. Byron, oder besser Dr. Med Byron, ist Wissenschaftsoffizier und Arzt hier an Bord. Er kümmert sich um die kleinen Verletzungen und da die meiste Zeit keine Verletzungen da sind, kümmert er sich um das Abwassersystem, das Frischwassersystem, die Luftumwälzung. Nein, er kümmert sich damit sozusagen darum, dass ihr überlebt. Ja, hier ein schnelles Bild von mir. Fesch! Also ich bin ein sympathischer, freundlicher, allerdings ein bisschen zurückgezogener Typ. Ich bin Veganer, ich praktiziere Tai Chi, ich lese gerne persische Literatur aus dem 11. Jahrhundert und koreanische Literatur aus dem 22. Jahrhundert. Genau das, was wir jetzt brauchen. Ja, und das sind und die wichtigsten wie ihr feststellt, bin ich ein bisschen intellektueller Schnösel und kann mit euch ganzen Tatmenschen gar nicht so viel anfangen. Ja. Wir mit dir auch nicht. Die meiste Zeit an Bord des Schiffes ist es einfach unendlich langweilig. Also das, womit man an Bord eines Raumschiffes zu kämpfen hat, ist in erster Linie Langeweile. Weil ihr lange unterwegs seid, bis ihr irgendwas findet, was für euch irgendwie wichtig ist. Als der Captain eine Nachricht auf seinem tragbaren Computer-Display bekommt, dass Mutter dich sprechen möchte. Ah, alles klar. Ich bin sowieso gerade dabei gewesen, das Schachbrett wieder rauszuholen, um Mutter zu kontaktieren. Dann... Mutter, hier Darrington, was gibt es? Wir haben ein Notsignal. Ja, endlich! Sehr gut. Wo? Begeben Sie sich zu Koordinate K Alpha 23 B-1515. 15. Ah, fantastisch. Irgendwelche anderen Schrottsammler gerade hier vor Ort? Kann keine andere Präsenz erscannen. Sehr gut, das wird unser Einsatz. Fantastisch. Gut, einmal Verbindung zu allen Crewmitgliedern herstellen. Verbindung hergestellt. Ladies, Gentlemen, die letzten Wochen der Langeweile haben ein Ende. Wir haben ein Objekt gescannt. Und zwar in... Oh Gott. Mutter, kannst du es bitte nochmal wiederholen, in welchen Quadranten? Das ist gemeint. Sie wiederholt die Koordinaten. Nee, alles klar. Und das Beste ist, kein Schrottsammler außer uns, niemand weit und breit. Es hat sich also doch gelohnt, um was hat diesen Quadrat mal abzufliegen. Entschuldigen Sie, wenn ich präzise werde, was für ein Objekt? Reden wir von einem Asteroiden? Mutter, können wir bitte die Eingaben etwas spezifizieren? In diesem Segment befindet sich HR 3259. Ein Minenasteroid. Oh. Nun gut, hat eine
Ladies and Gentlemen, einer von Ihnen irgendwie Expertisen mit Nein, wir sind Schrottsammler. Was wollen wir auf dem Asteroiden? Naja. Mutter, als erstens, wem gehört der Asteroid? Der Asteroid befindet sich im Besitz von Weyland Yutani. Ja, dann können wir uns das ja wohl sparen, oder? Naja. Ist es ein Notsignal, was von dort kommt? Bestätigt. Dann müssen wir wohl hin. Sehe ich auch so. Moment, da ist ein Notsignal. Wie wäre es, wenn das die erste Information gewesen wäre? Wir haben einen Notfall. Doc, ich hätte euch nicht informiert, wenn Mutter hier nicht ein Notsignal durchgegeben hätte. Wir fahren hier ganz gemäß nach Protokoll. Gut, okay, dann schlage ich vor, wir treffen in 10 Minuten auf der Brücke und wir steuern das Objekt mal an. Okay. Objekt, mal los. Objekt angesteuert. Ihr merkt, an Bord des Schiffes wie so ein Rucken durch das Ganze geht, als die Steuerdüsen gezündet werden und ihr die Richtung ändert, um woanders hinzufliegen. Ich mach das Lazarett mal bereit. Sehr gut. Ihr seid noch 3 Stunden unterwegs, ehe ihr HR 3259 erreicht. Ihr seht, dass tatsächlich kein weiteres Schiff in der Nähe ist, das das Notsignal ansatzweise hätte beantworten können, sondern ihr hier in der Gegend ziemlich alleine seid. Captain? Ja? Kann ich das Notsignal mal hören? Das war automatisch. Mutter, Notsignal bitte laut stellen. Es ist ein automatisiertes Notsignal von einem Transponder. Möchten Sie, dass ich das Transponder-Signal abspiele? Das wäre sehr gut. Und vielleicht die Langstreckenscans mal an. Was ist dort passiert? Mutter, wie viele Besatzungsmitglieder sind normalerweise auf so einem Minenasteroiden dieser Kategorie vertreten? Meiner Information nach wird diese Mine von 29 Minenarbeitern, einem Arzt und einem Kapitän bedient. Das ist seltsam. 29? Das ist seltsam. Korrekt. Sergeant, sind Sie auf Ihren weiten Reisen schon mal in so eine Situation gekommen, dass ein ganzer Minenasteroid oder etwas Ähnliches ein automatisches Notsignal abgeschickt hat? Kann vorkommen. Manchmal drehen die durch. Aha, merkwürdig. Okay, Mutter, Rufverbindung herstellen. So lange, bis sich da jemand meldet. Versuche, Funkverbindung herzustellen. Captain, ich hatte den Eindruck, dass da versuchte, jemand zu kommunizieren. Ja, es ist ein automatisches Notsignal. Ja, aber dieses Störsignal, da war doch was dahinter zu hören. Mutter, lässt sich aus dem Störsignal noch irgendwie etwas Verständliches ableiten? Analyseprogramm starten, bitte. Starte Analyse. Analyse läuft. Analyse läuft. Analyse läuft. Analyse beendet. Ja, und? Spiele Tonsignal ab. Verdammte Scheiße, wir brauchen hier dringend Hilfe! Verdammt! Tonsignal bricht ab. Das war kein automatischer Notruf, das war ein von einer Person gestarteter Versuch zu kommunizieren, nur ist das Signal nur als Notruf durchgekommen. Ja, aber der automatische Notruf läuft immer noch. Das ist bloß die einzige Funkverbindung. Das siehst du richtig. Also es ist tatsächlich einfach ein Transponder-Signal, das losgeschickt wird, das Mutter aufgegriffen hat. Irgendwas ist dort vorgefallen. Ich weiß nicht, ob die da vielleicht einen Minenkoller bekommen haben. Also gibt es dort unten eine Atmosphäre, werden wir Kampfanzüge bereit machen müssen oder gehen wir so raus? Ja, ist die Frage, was halt wie. Mutter, die Weitstreckenscans erlauben die festzustellen, ob da noch Atmosphäre ist? Ist da irgendwas entwichen? Irgendwas feststellbar? Ich versuche, die Station zu erreichen und mit Mutter der Station Kontakt aufzunehmen. Sehr gut.
Naja, die Stationsmutter wurde heruntergefahren. Was? Die Stationsmutter wurde heruntergefahren. Das ist alles sehr mysteriös. Ja, wahrscheinlich durchgedreht und jetzt sind sie alle tot und wir können ein bisschen Schrott abgreifen. Ist ja nicht das erste Mal, oder? Also, ich sag mal so, 29, ich meine, den größten Einsatz, an den ich jetzt erinnere, das ist jetzt, wie lange liegt das jetzt zurück? 2-3 Monate? Das war dieses kleine Frachtraumschiff mit 5 Leuten? Ich meine, aber 29? Naja, es ist ja eine ganze Mine. Also es ist so ein Minenasteroid. Genau. Ist durchaus mal möglich, dass da mehr Leute arbeiten. Nee, das ist klar. Nur für uns, glaube ich, der größte Fang bisher. Ja, das stimmt. Okay, Mutter, ist feststellbar, was die dort fördern? Iridium. Oh. Dort haben wir genug Möglichkeiten, Iridium bei uns einzulagern, und zwar möglichst strahlensicher? Iridium? Ja, die Laderäume sind nach wie vor völlig leer. Wir haben ja nichts drin, außer den paar Resten von dem letzten Mal. Strahlensicher? Kein Thema, ja. Iridium selbst strahlt nicht, und natürlich können wir strahlensicher ablagern. Eine andere Möglichkeit, die ihr noch habt, die du kennst, Byron, wäre, Container von da unten mitzunehmen und außen an der Hülle anzubringen. Okay, so ist das. Das geht ja auch. Also ihr könnt auch Sachen quasi Huckepack mitnehmen. Ja. Okay. Okay, Leute, also sollte dort tatsächlich keiner mehr leben, dann ist ganz klar Paragraph 16d. Das bedeutet, was halt, dass wir im Prinzip eigentlich alles, was wir dort bergen können, uns gehört, bis auf die 10%, was halt hier das Unternehmen gehen. Wohlgemerkt, wenn da keiner mehr lebt. Könnten wir vorher über Paragraph 2 sprechen? Jedes Schiff ist zur Hilfeleistung verpflichtet und hat mit Höchstgeschwindigkeit den selbstverständlich, Doc, selbstverständlich. Das heißt, dass ich das jetzt ausgespart habe, das hat natürlich mit unserem Vorgehen nichts zu tun. Wir werden ganz normal nach Standardverfahren gehen. Trotzdem denke ich, dass wir uns auf alles vorbereiten sollten, Atmosphärenverlust und vor allen Dingen, wenn es tatsächlich zu irgendeinem Koller oder irgendetwas in die Idee gekommen ist, müssen wir wahrscheinlich auch damit rechnen, was hat, dass wir, ich will nicht sagen, mit irgendwelchen Paranoiden an die rumschlagen müssen. Also ich würde einfach mal sagen, Sergeant, volle Bewaffnung. Gut, und Doc, Sie machen sich bereit, was halt wie... Beruhigungsmittel, ja. Ja, nicht nur das, auch vermutlich müssen wir mit Verletzten rechnen. Ich hab das Lazarett schon hochgefahren. Ich kann die Deep Freeze Banks gar nicht benutzen, um ein paar Leute einzulagern. Ja. Gut. Dann vorbereiten, in einer Stunde auslanden. Captain? Soll ich auch was tun? Wie ist der rechtliche Status bei Zellen und Implantaten? Wem gehören die noch? Das klären wir später. Ja, das können wir auswürfeln. Cat, wir brauchen dich auf jeden Fall, was halt wieder unten. Wir haben es hier mit der Mine zu tun, das heißt, wir werden wahrscheinlich mit Minenbeförderungssystemen, mit allem Möglichen zu tun haben. Was also, ich glaube, für die Zeit können wir das Schiff erstmal sich selbst überlassen und wir landen alle aus. Mutter, gab es dort irgendwelche Absetzbewegungen von diesen Minen-Asteroiden? Ich scanne. In direkter Nähe zu dem Asteroiden habe ich eine Rettungskapsel gescannt. Ach, sieh an. Einmal ranzoomen und dann auf ihr checken nach Lebenszeichen. Das mit dem Ranzoomen ist nicht so. Also sie macht das. Mhm. Sie versucht, das zu erreichen. Das Bild ist nicht wirklich gut, das ihr seht. Du siehst eine Rettungskapsel und da ist eine Luke, eine Scheibe dran, aber die ist irgendwie von innen zugefroren. Sieht nicht gut aus. Mutter, versuch bitte mal, Kontakt direkt mit der Rettungskapsel aufzunehmen. Ich befürchte, das wird nichts bringen, aber versuchen können wir es. Antwort verweigert. Verweigert. Byron? Ja? Ich habe mir den Eindruck gehabt, als ob dir irgendwas auf der Seele brennt. Ja, aber das sollten wir anschließend drüber sprechen. Jetzt mal Paragraph 2, jetzt ist die Rettungskapsel das erste Ziel. Ja. Kleiner, verletzlicher, daher müssen wir sie als erstes bergen. Und dann den Hauptnotruf. Die schlafen doch in diesen Kapseln, ne? Können wir die Person, die da drin ist, nicht schlafen lassen, falls da so ein Spinner rauskommt?
Andererseits ist unsere einzige Methode, eventuell rauszufinden, was da passiert ist, oder? Interessiert uns das? Wir wollen nur Schrott sammeln. Also echt jetzt mal, der Letzte, der hier durchgedreht ist, ich habe da echt keinen Bock drauf. Na gut, machen wir es nach einem kleinen Dienstweg, kurze Abstimmung. Wer ist für die Kapsel und wer ist direkt was halt für die Mine? Wer ist für die Kapsel? Einmal Hand hoch. Wer ist für die Mine? Na, dann haben wir das ja erledigt. Alles klar. Gut, dann Cat, machst du bitte was halt wie alles zum Transport klar und der Rest, was halt bereitet sich vor. Byron, nichts für ungut. Wir kümmern uns um die Kapsel später. Alles klar? Captain, ich möchte zumindest zu Protokoll gegeben haben, dass ich mich sehr schwer dagegen protestiere, dass wir eine einsame retten können. Naja, ist vermerkt. Ja. Ich habe es auch gehört. So, dann würde ich vorschlagen. Achso, driftet diese Kapsel eigentlich weiter ab, Mutter? Die Kapsel ist in einem Orbit um den Asteroiden. Na dann. Ja. Können wir uns das später noch holen. Überhaupt kein Problem. Byron? Also, ja, Captain. Dieser Gesichtsausdruck. Was soll uns das jetzt sagen? Captain, wann würden Sie Mutter abschalten? Gar nicht. Diese Idee, ich meine, angenommen, es gibt einen klassischen Ausfall der Lebenserhaltungssysteme, das ist das Wahrscheinlichste, dann gibt es keinen ernsthaften Grund, die AI abzuschalten. Wenn es eine Rebellion gibt, nehmen wir mal an, vielleicht ist es eine Strafkolonie, Koller, irgendwas, meinetwegen, dann schaltet der Captain schon ganz bestimmt nicht die AI ab. Aber die Rebellen. Schau, Doc, die Mutter ist abgeschaltet und aufgrund dieser Rettungskapsel, was halt wird uns gerade Funk verweigert. Also was sollen wir machen? Nein, Ivanov hat recht. Das spricht sehr dafür, dass das nicht die offizielle Führung ist. Nein, offensichtlich hat dort irgendeine Form von Unglück stattgefunden. Mehr können wir es jetzt ja nicht spezifizieren. Das Problem ist folgendes, so sehe ich das. Je länger wir hier warten, desto aussichtsreicher ist es, was halt, dass uns irgendein anderer Schrottsammler in die Quere kommt. Und ich meine, ich sage es ja nicht ungern, aber ihr werdet hier pro Monat bezahlt und wir haben schon einige Monate keine Einkünfte mehr erzielt. Ich glaube, das sollten wir jetzt mal ändern. Wir wollen alle irgendwann mal wieder in die Zivilisation, oder? Ja, wir haben jetzt auch alles zu Protokoll genommen und ich finde, das reicht dann auch, ne? Das ist ja keine Demokratie. Was ist mit den harten Fakten, Captain? Was ist mit der Atmosphäre da unten? Mutter, die Atmosphäre, bitte nochmal checken. Da Mutter abgeschaltet ist, bekomme ich keine Daten vom Asteroiden. Gut, dann volles Programm, also Raumanzüge und dann hoffen wir auf das Beste. Gut, noch irgendwelche Vorschläge? Captain? Ja? Wie viele Außeneinsätze im Raumanzug hatten Sie gegen Rebellen? Keinen. Ich würde vorschlagen, ich übernehme das Kommando und gehe vor, wenn wir das Schiff verlassen. Moment, darüber muss ich noch intern überlegen. Ich sag's mal so, was halt wie in einer Krisensituation, Sergeant, bin ich sehr geneigt, was halt auf Sie zu hören, um es mal so auszudrücken. Aber Sergeant, Sie haben mich immerhin was halt, weil Sie jemanden brauchen, der den Überblick bewahrt. Alles klar? Gut. Dann würde ich sagen, dann machen Sie sich mal bereit und wenn Sie noch irgendwelche Expertisen für etwaige Feldeinsätze, wie soll ich sagen, anzubringen haben, dann ist jetzt wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt. Ihr spürt einen Ruck durch das Schiff gehen, als das Schiff in einen ordentlichen Orbit rund um den Asteroiden eintritt. Ich werde dem Lazarett auf jeden Fall mir was besorgen, mit dem man Löcher in Raumanzügen schnell flicken kann. Irgend so einen schnell kristallisierenden Schaum oder irgend sowas. Ihr habt Raumanzug-Reparatursets. Das sind quasi so Klebebadges, die sich am Raumanzug direkt festschweißen. Also die kauterisieren und werden eins mit dem Anzug. Sehr gut. Da hast du 5 Stück von. Alles klar. Nimm mal einen kleinen Werkzeugkoffer mit. Brille, nicht die automatisch sich abdichtenden. Super. Ich plädiere für eine Neuanschaffung, wenn wir da ordentlichen Schrott finden. Ja, Sergeant ist auch zu Protokoll genommen. Die mussten nehmen, was vorhanden war. Der letzte Außenposten, wir hatten da das kleine Versorgungsproblem. Die haben schon seit einem halben Jahr das auf die nächste
auf die Lieferung gewartet und was halt, wir mussten nehmen, was wir kriegen. Seien wir einfach froh, dass wir erstmal alles da haben. Ich meine, wenn die sich da unten alle gegenseitig gemacht haben, ich meine, was soll uns dann großartig passieren? Wenn sie sich gegenseitig gemacht hätten, wer hätte Mutter abgeschaltet? Naja, ein Koller? Wir werden es feststellen. Nee, er ist abgeschaltet und dann. Ich sag's mal so, das ist eine der ersten Dinge, die wir überprüfen müssen. Wir müssen schauen, dass wir uns erstmal zur Kommandozentrale durchschlagen, weitere Informationen was halt holen und Mutter wieder anstellen. Oder gibt es irgendwelche Einwände dagegen? Können wir los? Ja. Ihr habt eine kleine Fähre dabei, mit der ihr erstmal auch runterfliegen könnt, oder ihr könnt direkt mit dem ganzen Schiff andocken. Ich würde sagen, solange wir nicht wissen, was uns da unten erwartet, werden wir erstmal die Fähre nehmen und über die Fähre Kontakt zu der Mutter unseres Schiffes halten. Das ist absolut möglich. Und wenn dann sowas halt wie die Notwendigkeit besteht, dann lassen wir die Agamemnon später andocken. Trotzdem wäre es mir ganz lieb, Mutter, wenn du bitte diese Kapsel im Auge behältst. Ich will nicht, dass es hier im Orbit zu irgendeiner Kollision mit unserem Schiff kommt. Selbstverständlich. Ja, bitte drum. Gut. Ja, während dem Ganzen setze ich mich an irgendein Pult mit irgendeinem Display und versuche mal so ein paar Basics zu klären, wie groß dieser Asteroid ist ungefähr, was er für eine Schwerkraft hat. Gibt es einen Stern in der Nähe oder ist der interstellar? Der ist interstellar. Von der Größe ungefähr so wie der Erdmond. Und nach den Informationen, die du findest, müsste er inzwischen innen wie ein Schweizer Käse aussehen. Weil schon ziemlich lang das Iridium da abgebaut wird. Bestimmt schon 25 Jahre ist die Mine da. Und es gibt dementsprechend eine Schwerkraft ähnlich zum Mond. Okay. Ihr könnt sehr weit hüpfen. Gut, und noch schnell als Hintergrund, wie groß ist die Agamemnon? Die Agamemnon hat einen Laderaum, der insgesamt, würdest du sagen, 20 Tonnen fassen würde. Okay. Dafür sind die Quartiere relativ klein. Also man merkt, dass das Schiff, sieht so ein bisschen insektoid aus, hat hinten einen sehr großen Bereich Laderäume und vorne einen sehr kleinen Kopf, wo ihr euch aufhaltet. Okay, gut. Und hinten am Laderaum ist auch die Fähre, wo ihr dann mit rausfahren könnt. Gut. In einer Stunde abflugbereit. Bis dahin Vorbereitung treffen. Ja, währenddessen melde ich also noch dem Captain schnell, was ich so festgestellt habe. Captain, das ist ein klassischer H-Klasse-Asteroid, das heißt interstellar. Vollkommen erratischer Orbit, wahrscheinlich irgendwann ausgeschleudert aus einem Sonnensystem. Hm. Schwerkraft ungefähr 0,28. Aber verdammt viel Iridium. Verdammt viel Iridium gewesen. Ich schätze mal, dass sie wahrscheinlich schon ungefähr 3/4 rausgeholt haben. Ich hoffe, es ist noch was da. Wie bist du bewaffnet? Die Frage richtet sich an den Die Frage richtet sich an den Spielleiter? Nein. Nein, die hat einen Schneidbrenner und einen großen Vorrat an Schnaps. Na? Fürchtet mich. Keine Waffen sonst? Und einen Schraubendreher. Also. Ich dachte, Flaschen oben so einen Stoffstreifen reinstecken. Ja. Ich korrigiere mich nochmal. Ich werde gerade vom Chat darauf aufmerksam gemacht, dass ich mit den 20 Tonnen deutlich zu niedrig gegriffen habe. Das Schiff kann 20.000 Tonnen Last tragen. Dann? Ich habe deutlich zu niedrig gegriffen. 20 Tonnen Iridium würden wir da nicht im Weltall rumkondeln. Nee, 20.000 Tonnen könnt ihr nehmen. Gut, dann ausrüsten und dann würde ich sagen, bevor wir noch Konkurrenz kriegen, fliegen wir da mal hin. Alles klar. Gut, ihr betretet euer kleines Dingo sozusagen. Das musst du dann selber steuern, Darrington. Das ist ja überhaupt kein Problem. Wie sehen denn unsere Anzüge aus? Sind das eher die weißen oder eher die dunklen? Also die waren bestimmt mal weiß, aber ihr würdet sagen, sie sind eher so graubraun inzwischen. Ja.
Das heißt, durch den Einsatz und die Jahre inzwischen einigermaßen schmutzig geworden. Gut. Dann gehe ich mit meiner üblichen Pedanterie bei jedem von euch hinten drin, sobald ihr die Helme auf habt, überprüft bei jedem Einzelnen die Anschlüsse, ob die Sauerstoffversorgung da ist. Super. Sehr gut. Und habt dabei wieder den Gesichtsausdruck. Aber tatsächlich, die Frage vom Sergeant ist nicht dumm gewesen. Was haben die an Bewaffnung eigentlich da? Ich meine, wir sind auf solche Einsätze nicht wirklich vorbereitet. Also, Sergeant, ich nehme selbstverständlich meine Pistole mit. Also was ihr an Ausrüstung dabei habt, ist, Ivanov hat ein Impulsgewehr, ein M4-Pulsgewehr dabei. Darrington hat seine Dienstpistole. Cat Longridge kann ihren Schneidbrenner mitnehmen. Oder ja. Eine Eisenstange. Ja, Eisenstangen sind immer wir gut. Wissen ja auch nicht, ob wir da aus der irgendwo reinbrennen müssen. Also von ja. Daher, alle Tür. Ja. Und Byron hat gar keine Bewaffnung dabei. Ich hab die Beruhigungsmittel für die Wahnsinnigen. Ja. Tatsächlich ist das auch so eine Pistole, mit der du die so an den Nacken hältst. Oh, die so mit Druckluft so sehr Beruhigungsmittel sehr reinschießt. Sehr groß. Also mal ganz kurz: Doc, Byron, Cat, sollten wir es dort mit Problemen zu tun kommen? Also da noch irgendwelche Aufständische sind, was auch immer. Wenn dort Waffen rumliegen, nehmt ihr euch bitte hier etwas, vorsichtshalber. Ich will nicht, dass ihr zu Schaden kommt. Alles klar? Das ist ein Befehl, ja? Ja. Ein Überflüssiger, natürlich nehmen wir die. Gut. Ja, jawohl. Captain, wir nehmen zu Protokoll. Zivilisten nehmen Waffen an sich, damit wir nicht zu Schaden kommen. Ja, vor allen Dingen mal, soll ich sagen, dass ich nicht zu Schaden komme? Ich meine, du bist der Kampferfahne hier. Insofern... So, jetzt alle reinkommen. Ich würde sagen, das fliegen wir jetzt mal an. Das wird der Flug, Freunde. Dann fangen wir doch mal mit der ersten Probe des Tages an. Gibt es ein Sicherheitssystem, das man beim Raumschiff aktivieren kann, so Selbstschussanlage oder sonst irgendwas, nein. Falls sich irgendwas wehrt? Nein. Mach's gut, mein Schiff. Warum sollte ein Raumschiff, das nicht militärisch ist und irgendwo im Weltall rumdümpelt, eine Selbstschussanlage weil haben? Weil es jetzt ganz alleine bleibt. Ja. Vielleicht hat sie einen Aufkleber hinten drauf von dir bekommen, wo steht Betreten verboten. Ja, und ja. Vor der bissigen Mechanikerin. Ja, hier ist ja niemand. Aber euer Schiff hat natürlich kein Verteidigungssystem. Achso, Mutter, und selbstverständlich, sobald der Annäherung eines weiteren Schiffes, bitte automatisch Nachricht an uns. Selbstverständlich. Können wir die Umgebung scannen, ob da jetzt Sauerstoff ist oder geht das so auch nicht, wo wir jetzt da sind? Nein, ihr müsst tatsächlich drinnen gucken. Ich setze mich neben den Captain und schaue mal kurz, ob er seinen Sicherheitsgurt ordentlich angelegt hat. Natürlich nicht. Wir sollten dich Mutter nennen. Gut, dann würde ich mal versuchen, uns mit unserem kleinen Vehikel da... Flieg doch mal. Alles klar. Jo, nur Sechsen zählen, richtig? Richtig. Alles klar, wollen wir gucken. So, mal loslegen hier. Was soll denn schon schief gehen? Gibt es auch sowas wie kritische Patzer, Einsen oder was wie Dreh? Oder? Nö, kritische Patzer brauchen wir in dem Fall nicht. Alles klar. Mann, ich war jetzt schon ein paar Monate nicht mehr unterwegs. Mal gucken. Jo. Eine 6. Das reicht vollkommen für so ein simples Manöver, ja. Wie das von der Agamemnon mal eben nach unten zu fliegen. Gut, wir werden alle pflichtgewusst. Nach dem Start fliegt ihr gewohnt ruhig durch den luftleeren Raum und fliegt irgendwann auf das große Hangartor zu. Ihr seht, dass auf dem Asteroiden quasi ein Hangar gebaut ist, durch den man ins Innere des Asteroiden vordringen könnt. Großes Tor, das geschlossen ist. Und daneben steht auf dem Asteroiden geparkt ein Raumschiff. Gut. Ungefähr gleiche Klasse wie eures. Es gibt also keine Atmosphäre, das heißt, es gibt auch keine Rütteln. Also in unserem Fall. Nein, dieser Asteroid hat keine Atmosphäre. Ich schaue mir das Schiff an. Wie gesagt, ungefähr eure Klasse. Ja, aber hat noch irgendjemand von uns Pilotenfähigkeiten? Wir sind eigentlich nach Minimalkompetenz. Ja, ich glaube auch. Leute, das ist ein Schiff, was hat unserer Größe und das scheint
eventuell auch alleine hier zu stehen. Wir könnten unsere Flotte verdoppeln. Wem gehört es denn? Das muss ja, eine Beschriftung haben, oder? Das ist erstmal Schrott. Ihr müsstet näher rankommen, um zu sehen. Okay. Ja. Vielleicht finden wir ein paar Ersatzteile sonst. Wenn es sonst nicht gebrauchen können, kann ich was ausbauen. Wo steht dieses Raumschiff? Ist das so eine Art Raumlandeplatz oder steht es einfach hingeparkt auf dem Gelände? Es steht an diesem Hangar dran und wenn ihr näher kommt, seht ihr so eine Schleuse, die seitlich an das Hangar andockt. Okay. Also schon ganz eindeutig Agamemnon-Klasse. Ja. Wow. Ist da irgendwie ein Emblem drauf zu sehen, dass das Schiff auch dieser Minengesellschaft oder was gehört? Oder? Wenn ihr näher rankommt, seht ihr auch das Weyland-Yutani. Ich mach mal so eine Runde um das Schiff. Pech, Captain. Weyland-Yutani. Aber sehr merkwürdig, weil auch die Mutter des Schiffes scheint abgeschaltet zu sein. Es ist vollständig intakt, wie du siehst. Ja. Also du siehst zumindest keine strukturellen Schäden da dran. Okay, Sergeant, nochmal. Das alles ist sehr, sehr obskur. Haben Sie irgendwie sowas schon mal in Ihrer Karriere erlebt? Tatsächlich bist du mal vor vielen Jahren bei einem Einsatz auf einer Minenkolonie gewesen. Und da sind Strafgefangene eingesetzt worden. Und die haben irgendwann gemeutert. Und als der Kommandant dieser Strafkolonie der Letzte war, hat er aus der kompletten Kolonie die Luft abgelassen. Das hast du mal erlebt. Dann könnte zumindest der Kommandant noch irgendwo sitzen und das Notsignal abgeschickt haben und noch leben. In der Kapsel zum Beispiel. Oder im Schiff oder irgendwo sonst in der Station. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Diese Kapsel, die wir geortet haben, wie würde die gestartet werden? Wäre die eher von einem Raumschiff gestartet oder könnte die von dieser Station, von diesem Die Hangar könnte auch von der Station kommen. Okay. Mhm. Na gut, wir werden es nicht rausfinden, wenn wir hier diese ganze Station schreiben. Captain, versuchen Sie möglichst nah an dem Ganzen zu landen und vor allem im markierten Bereich. Ich habe den Verdacht, dass da ziemlich viel untertunnelt wird. Das wäre ziemlich ärgerlich, wenn wir irgendwo einbrechen. Doc, Sie haben die freie Auswahl. Wo soll ich hinsteuern? Suchen Sie sich was aus. Na, zwischen dem großen Ding und dem Hangar kommen Sie rein? Ja, klar. da ist genug Platz und kannst da tatsächlich landen. Ja. Auch keine weitere Probe von dir, das kriegt das Schiff hin. Mhm. Es ist ein bisschen ruckelig. Mhm. Ihr dotzt ein bisschen auf dem Asteroiden auf, aber nichts, was einen großen Geist scheren würde. Alles klar. Sind hier, wenn man so mal sich umschaut, außer dem Raumschiff noch irgendwelche tatsächlich fahrbaren Vehikel hier draußen? Außerhalb des Hangars siehst du keine. Nee, okay. Also insbesondere auch keine Bergwerksfahrzeuge, keine großen. Nichts, was bohrt, baggert, gräbt. Okay. Nein. Vielleicht im Hangar. Ja. Gut. Wir haben jetzt zwei Alternativen. Wir schauen uns das Schiff an oder wir gehen direkt zum Hangar. Ich bin da, ehrlich gesagt, völlig wertfrei. Wir sollten feststellen, ob es Überlebende gibt und was für eine Einstellung die uns gegenüber haben. Ich vermute, da Sie Mutter abgestellt haben, wollten Sie keinen Besuch haben, wenn es Überlebende gibt. Also werden Sie uns mutmaßlich nicht freundlich gegenüber eingestellt sein. Mit anderen Worten, ich gehe vor und bitte um Schießerlaubnis. Ja. Zweifelsfall natürlich nur. Erteilt. Und ich komme auf Ihren Vorschlag zurück. Es sollte mir irgendetwas passieren, hat der Sergeant das Kommando. Alles klar? Warum schauen Sie mich so an, Sergeant? Alles gut, gehen Sie vor. Na dann. Ihr habt ja alle einen Druckanzug dabei. Ihr müsst so ein kleines Stück zum Hangartor durch den luftleeren Raum gehen. Ach so, ganz kurz. Aber gehen wir jetzt tatsächlich zum Schiff oder gehen wir zum Hangar? Keine Ahnung, das müsst ihr mir sagen. Hangar. Hangartor. Gut. In welcher Reihenfolge steigen wir aus? Sie zuerst, Sergeant. Dann selbstverständlich folge ich. Cat, Sie bleiben bei mir, halten nach Vehikeln Ausschau, die wir vielleicht zum Einladen auch von Containern und des Iridiums vor allen Dingen benutzen können. Und Byron,
Sie bleiben auch einfach bei uns, aber halten sich etwas zurück. Falls hier tatsächlich irgendwelche Rebellen sind oder dergleichen, dann die auf uns schießen, was halt, halten sich bereit, eventuell den Sergeant zu, wie soll ich sagen, zu behandeln. Selbstverständlich, Captain. Ja, Sergeant, Sie sind ja ganz vorne, also insofern. Ich überprüfe und entsichere mein M4, überprüfe, dass der Granatwerfer geladen ist und verlasse als erster das Schiff. Sehr gut. Steigst du oder springst du? Ich fürchte, ich springe, lande leicht hüpfend und gehe in die Knie, um weniger Trefferfläche zu abzugeben und sichere in verschiedene Richtungen. Gut, als ich sehe, dass du abspringst, irgendetwas Verdächtiges. Als du abspringst, sage ich noch, Ivanov, 0,29G. Ich lande und denke drüber nach. Ich sichere. Du siehst tatsächlich außer euch gar keine Bewegung an der Oberfläche des Asteroiden. Dann sollten wir zum Tor gehen. Ich marschiere auf das Hangartor zu. Dann steige ich jetzt auch raus. Was ich wissen wollte, ist, wie weit ist er gesprungen? Wie weit wolltest, also bist du schon stark abgesprungen oder bloß eben runtergehüpft? Bloß eben runter. Oh ja, dann sind es irgendwie 10 Meter oder so. Ja. Okay. Also das heißt, du machst uns souverän vor, dass du selbstverständlich gewohnt bist, bei einem Drittel Schwerkraft elegant rauszuspringen und das so abzufangen, während wir das nicht so geschickt können wie du, gehe ich mal davon aus. Ist nicht das erste Mal. Ja. Dann mache ich was anderes. Ich gucke mir an und was, den Knopf mit der Leiter. Ja, ihr könnt doch einfach die Rampe benutzen. Ja, oder das, genau. Insofern völlig in Ordnung. Mhm. Aber es sah stylisch aus. Insofern. Ja, stimmt. Passt. Ich muss auch sagen, ihr nähert euch dem großen Hangartor. Halt, Moment, stopp. Das Schiff wird wieder verschlossen, unsere kleine Fähre. Alles klar. Jawohl, Captain. Falls es nicht bekannt sein sollte, kriegt jeder von uns den Code, um das Ding wieder aufzumachen. Ihr nähert euch dem Hangartor. Seitlich an dem Hangartor seht ihr eine Tür, die offensichtlich zu einer Luftschleuse gehört, mit einem Kompett daneben, mit dem man Kontakt zu dem Ganzen aufnehmen kann. Als ihr näher an das Hangartor rankommt, seht ihr, dass es offensichtlich einen kleinen Unfall gegeben hat, weil so in 1,50 Meter Höhe seht ihr, dass so ein Stückchen das Tor nach außen gedellt ist. Das ist schwer aufgehen. Das Hangartor ist ein bisschen nach draußen gedellt. Ja. Wie dick schaut dieses Hangartor aus? Das sieht stabil aus. Ja. Kleiner Unfall, ich verstehe. Gut. Ja. Also während die anderen drauf zugehen, versuche ich mich ein bisschen an diese Schwerkraft zu gewöhnen, mache ein paar lustige kleine Hüpfer im Hintergrund so nach links und rechts und versuche Kontrolle darüber zu behalten. Sergeant, ist das eine Explosion? Seitlich vom Hangartor und bitte Cat zu öffnen. Wird aber schwer werden, so wie das ausgebeult ist, aber ich gebe mein Bestes. Du kannst ja diese Schleusen Tür neben dem Hangartor. Was möchtest du öffnen? Ach, die, ist so einfach. Dann nehme ich doch die kleine Tür, wenn die nicht verbeult ist. Nein, ist sie nicht. Ja. Ich sichere neben dir. Dann mach doch mal eine Comtech-Probe, wenn du nicht das Hangartor mit deinem Schneidbrenner aufschneiden willst. Ich habe die Regeln verstanden und nehme 5 Würfel. Was brauchst du von mir? 6. Ist keine? Nein. Du hast jetzt 2 Möglichkeiten. Mhm. Du kannst jetzt entweder die Probe strapazieren. Ja. Und zu versuchen, das wirklich zu schaffen. Ja, ich will es schaffen. Okay. Dann nimmst du bitte einen Stresswürfel dazu. Und den muss ich mir bei Stresslevel dann andingsen? Genau, oder? Du hast jetzt ein Stresslevel von 1. 2. 2 Erfolge. Mhm. Sag mir bitte Bescheid, sollte auf dem Stresswürfel eine 1 liegen. Da ist eine 1. Echt? Ja. Dann, du merkst, als du da an dem Hangartor stehst, dass du
wirklich dringend aus diesem verdammten luftleeren Raum raus möchtest. Du hängst in diesem Anzug, der bloß diese winzige Schicht um deinen Körper drumherum ist. Nur dieses bisschen trennt dich davon, zu sterben. Würfel doch mal ein W6 plus 1. Ein W6 plus 1? Mhm. Dann habe ich eine 4 gewürfelt, das wäre eine 5. Du schaffst es, gerade noch runterzukommen. Mhm. Und bekommst dann im letzten Moment eben noch diese Tür geöffnet. Die sich mit einem. Ruhig, Longridge, und machen Sie das verdammte Türchen auf. Ich mach ja! Mann! So. Wir sind alles gut, Cat ist Profi. Ja, sehen Sie? So, geht vor. Die Verhältnisse innen. Es ist Licht an in dem Schleusenbereich, in dem ihr seid. Ihr geht herein, ihr seht keine Schäden hier. Niemand, der in der Schleuse drin ist. Ihr seht noch zwei Raumanzüge in dieser Schleuse hängen. Gut. Jens, noch schnell eine Frage. Ich schaue mich noch draußen einmal um. Ja, bis zum ganzen, diesen niedrigen Horizont da hier. Sieht das so aus, als ob die nie hier draußen gearbeitet hätten, sondern immer gleich unterirdisch getunnelt hätten? Ja, so sieht's aus. Ja, okay. Als hätten die hier einmal einen Zugang gegraben und dann da unten weitergearbeitet. Muss man ja bei Iridium ja auch bekanntlich machen, um an die Iridium-Ader ranzukommen. Die sind ja nicht an der Oberfläche. Ja. Ich gehe rein, sichere. Mhm. Gut. Dann irgendwas Verdächtiges? Nein, wie gesagt, das ist leer, es hängen noch zwei Raumanzüge da. Ja, vielleicht sind zwei Raumanzüge. Gehen alle rein, du schließt die Tür der Schleuse und dann öffnest du die andere. Vielleicht ist es ein bisschen komisch, dass hier nur zwei Raumanzüge hängen. Bei so vielen Leuten, die auf der Station sind. Wie viel Befestigung sind denn dort für Raumanzüge? 30. Die sind alle leer? Ja. Ja, bis auf zwei. Ja, bis auf zwei. Gut, also ich gehe auch in die Schleuse hinein und sorge dafür, dass die Schleuse sich hinter uns schließt. Mhm. Das ist sehr merkwürdig. Cat, wenn du die erste Möglichkeit, um Zugriff auf Mutter mitzunehmen, hier bitte Ausschau halten. Das ist alles sehr merkwürdig. Wo sind die 28 anderen Raumanzüge hin? Haben die sich alle... Wir sollten vielleicht mal schauen, was für eine Explosion für diese gigantische Delle an dem Tor gesorgt hat. Sergeant? Sieht nicht nach Explosion aus. Sondern? Keine Ahnung. Vielleicht einer mit dem Rollator gegengefahren, Captain. Warte jetzt mal drauf, ob überhaupt das funktioniert, die Atmosphäre herzustellen. Ja, geht's. Also die Außentür ist geschlossen. Ihr hört das zischende Geräusch der Schleuse und merkt, wie der Außendruck zunimmt. Gut, na, dann lese ich vor, 100% hergestellt. Das heißt, wir können das jetzt ausziehen? Dienstvorschrift 87.3, in der Schleuse niemals die Luftzufuhr absperren. Wir gehen da durch, da drin können wir atmen. Ihr öffnet die innere Tür und geht in diesen riesigen Hangar hinein und könnt dann die Tür hinter euch schließen. In dem Hangar seht ihr einige Fahrzeuge stehen. Ihr seht mehrere von diesen Exoskelett-Heberobotern, die da rumstehen. Und unter anderem seht ihr ein ziemlich großes Fahrzeug, das vor die Tür gefahren ist, die Hangartür von innen. Scheinbar mit relativ hoher Geschwindigkeit. Okay. Hm. Ihr seht jemand drin? Keine Bremsspuren übrigens. Der scheint einfach ungebremst von innen vors Hangartor gefahren zu sein. Ich sag schon, Lagerkoller. Ja, aber Byron, Sergeant, bitte weiter sichern. Byron, kommen Sie mal mit. Lassen Sie mal bitte anschauen, ob wir hier irgendwelche Spuren von denjenigen entdecken, was hat die dieses Fahrzeug gefahren haben. Ja. Da gehen wir mal hin. Ich gehe direkt hinter dem Captain her, so richtig im gleichen Strott hinter ihm her. Das Fahrzeug steht da, es ist vorne ein wenig eingedellt, aber ist offensichtlich sehr, sehr robust gebaut. Das heißt, das Fahrzeug hat kaum Schaden abbekommen. Es hat so riesige Reifen, die bestimmt 3 Meter Höhe haben. Und die Reifen sind metallbewehrt und scheinbar dafür da, um in die Mine hineinzufahren und Dinge hinauszubringen. Ihr müsst dann hochklettern, um zum Cockpit dieses Fahrzeugs zu kommen. Und
seht am Steuer jemanden sitzen, der angeschnallt ist. Und tot. Er hat scheinbar den Aufprall nicht überlebt. Und er trägt keinen Raumanzug. Er trägt keinen Raumanzug. Allerdings weißt du, dass diese Fahrzeuge auch durchaus an Oberflächen von Asteroiden entlangfahren können. Die Fahrzeuge selber sind luftdicht. Okay. Müssen wir da diese luftdichte Dinge entriegeln, um hineinzukommen, oder war das offen? Die Beifahrertür war offen und ihr seht eine Spur, die davon wegführt. Aber kein Blut, sondern irgendeine schleimige Flüssigkeit. Ich guck mal, wo die hinführt. Also, ich gehe nicht hinterher, aber ich guck mal, wo sie hinführt. Da du nicht oben bist, also unten ist sie nicht mehr. Man sieht sie bloß oben an dem Fahrzeug, so ein Stückchen. Und das Metall, wo das drauf ist, sieht deutlich erodiert aus. Also man sieht, dass sich diese Flüssigkeit so ein bisschen in das Fahrzeug reingefressen hat. Als der Captain vorgeht, muss ich natürlich die Filmszene jetzt machen, wo ich mich vorbeuge, ein kleines Diagnosestäbchen heraushole, nur ein Stäbchen einfach und das hineinhalte. Und mit zischendem Geräusche löst sich das Stäbchen auf. Das ist Säure oder sowas. Das ist irgendeine Supersäure. Ihr habt da was? Das Stäbchen ist Wolfram verstärkter Stahl. Das sollte eigentlich nicht. Ich schaue mir mal den Patienten da drin an. Mhm. Vorsichtig, mit einem kleinen Eiertanz kommst du über diesen Säurefleck drumrum und siehst, dass er einen komplett eingedrückten Brustkorb hat. Gut, also ich greife ihm zuerst an den Hals, Puls, messe das kurz, stell fest, dass er tot ist und dann drücke ich ihn langsam nach hinten und dann schaue ich mir den Brustkorb genau an. Captain? Er ist eingedrückt, komplett kaputt und aufgebrochen. Okay, also sieht, so sieht das so aus, als ob in der Aufprall auf die Steuereinrichtungen, also gegen die Wand gefahren ist? Machen wir eine Probe auf Medizin. Okay. Ja, also im Gegensatz zu euch würfle ich virtuell. Mhm. Das ist für mich in Ordnung. Oh, was macht ihr denn da oben? Geht's jetzt mal weiter? Gut, ich habe genau einen Erfolg. Nur zur Sicherheit, wende ich da die medizinische Hilfe jetzt an oder nicht? Nee, in dem Fall kannst du, aber musst du noch nicht. Okay, gut, dann habe ich genau einen Erfolg. Ja. Reicht, um festzustellen, dass er vorher schon verletzt gewesen ist. Und du siehst auch, dass seine Lunge es ziemlich zerfetzt hat. Wahrscheinlich bei dem Aufprall. Möglich. Also er hatte auch Blut, das ihm aus dem Mund rausgekommen ist. Du müsstest ihn wirklich aufschneiden, um mehr sehen zu können. Ja, er war angegurtet, er ist nach vorne gefallen und es ist plausibel, dass ihn das getötet hat. Also Irgendwas ist noch dabei, oder was anderes? Irgendwas ist komisch, weil du fragst dich, wie er auf der Strecke im Hangar mit so einem Fahrzeug eine Geschwindigkeit erreicht haben soll, die reicht, um all diese Verletzungen beim Aufprall. Ja. Also das ist einfach, er ist zu verletzt, denkst du, für das, was du siehst. Ja. Er ist tot. Ich bin nicht ganz sicher, dass ihn der Aufprall getötet hat. Das Merkwürdigste an der ganzen Geschichte ist, er trägt keinen Raumanzug. Er hat die Kapsel nicht gesichert und wollte trotzdem durch diese entscheidende Hangarwand fahren, das Letzte, was ihn vor dem Vakuum geschützt hat. Ist das eine Schussverletzung oder sowas? Nein, das sieht, also ein Teil davon sind Brüche, das hat innere Blutungen, aber das Merkwürdige ist, also zumindest diese eine Rippe da hier, die steht nach außen. Okay, aber machen wir jetzt hier einen Versicherungsschaden draus oder gehen wir an die Arbeit? Nein. Warte, Cat. Kann es sein, dass das so ein Selbstmordattentäter ist, der einen Sprengsatz in sich trug oder sowas? Ist doch egal, er ist tot. Können wir weitermachen? Aber Cat, es geht darum, was halt wie das. Wie fanatisch sind die Typen jedenfalls hier? Cat, ich gucke mich mal so ein bisschen um, wie die Ausgänge sind. Ich frage mich gerade.
angesichts dessen, was wir hier abtransportieren wollen, ob es sinnvoll ist, wenn du dir jetzt schon mal so ein Exoskelett nimmst und wir Rest, ich weiß nicht, wenn wir den Typen rausfinden, können wir mit zwei... Das Hangar-Tor ist verbeult. Ich mutmaße mal, dass sich das nicht ohne weiteres hebt und senkt. Also es wird sich heben und senken, nur nicht zur voller Höhe. Also es wird wahrscheinlich so 1,5 Meter, bevor es komplett offen ist, aufhören. Das Fahrzeug, das ihr habt, wäre trotzdem durchgegangen. Und wir haben eventuell noch ein exportfertiges Iridium rum. Nichts, was du jetzt sehen würdest. Also da ist nicht ein Haufen mit Erz, wo so ein Schildchen Iridium dran ist. Aber oder so, da stehen Container, Fässer, alles Mögliche. Jetzt schauen wir uns mal, was es hier mitzunehmen gibt. Wie war das? Konnten wir den Helm jetzt schon abnehmen? Ed, was ist denn mit dir los? Ich würde gern den Helm abnehmen, darf ich? Ja. Danke. Endlich. Nein, ich meine, wir wissen doch noch gar nicht, ob wir... Oh. Du nimmst als erstes den Helm ab und ja, du kannst atmen. Was dir allerdings auffällt, nachdem du deinen ersten tiefen Atemzug nimmst, ist so ein metallisch beißender Geruch, der in dieser ganzen Halle liegt. Ja, riecht nicht so gut hier, ne? Aber du kannst atmen. Ja, sieht ganz so aus, ne? Ey, riech das mal, was ist denn das? Dazu müssen wir die Helme abnehmen. Ja, genau. Haben wir irgend so einen Luftcheck? Was hat der mal checkt, was an Giftstoff? Ja, könntet ihr tun, aus, ja. Wenn mir die Luft ausgeht? Ja, also dann zweimal werde ich ja so irgendwas haben. Also werde ich mal kurz eine Analyse machen. Das hängt jetzt natürlich von unserem Universum ab, wie viel da überhaupt da ist. Logischerweise hätte ich das längst alles machen müssen, aber wir wissen, das machen sie immer erst bei solchen Gelegenheiten. Genau. Also du scannst tatsächlich die Luft. Das macht der Anzug, hat sogar diese Funktion drin und kann das automatisch machen. Und du siehst, dass es eine adäquate Atemluft ist. Captain, die Atemluft ist in Ordnung. Ich sehe keinerlei Probleme. Und was biologische Spuren angeht, ist ja grundsätzlich alles auf solche Stationen immer desinfiziert grundsätzlich. Also keine Gefahr, dass wir irgendwelche Infektionen haben. Ja, mit anderen Worten, ihr könnt die Helme jetzt abnehmen. So und na, was ist das? Was riecht hier so? Longridge. Ja, genau. Mhm. Wenn du schon was riechst. Könnte das sein, dass das Säure ist, was du riechst? Ja, vielleicht, ja. Doch, kommt hin. Könnte sein. Keiner widerspricht, ja. Ja, komm. Jetzt ist auch nichts passiert. Ich mach den Helm jetzt auch auf. Oh, riecht das scheiße. Oh. Sag ich doch. Mit dem Helm. Du wartest noch. Alles klar. Byron, ist euch irgendwas bei der Iridiumproduktion bekannt, dass man vielleicht Säure braucht, um Iridium irgendwie aus dem Gestein zu lösen? Oder was? Ich habe keinerlei nennenswerte Kenntnisse über Mineralogie. Du kannst Säure für alles Mögliche benutzen. Wer weiß, wofür die das eingesetzt haben. So, es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass sie hier Säure haben. Ja, Captain, aber schau mal, das ätzt selbst Metall weg. Wenn das Zeugs unsere Raumanzüge trifft, was hat dann ätztes Löcher. Ja, dann fass es halt nicht an. Können wir jetzt weitergehen? Können wir mal feststellen, von wo das kommt? Wie ist es oben auf dem Fahrzeug? Ich stehe ja unten. Wo ist denn das? Hier oben. Hier ist so eine merkwürdige... Habt ihr mal weiter nach oben an die Decke geschaut? Ich meine, irgendwo muss sie ja hergetropft sein. Ich glaube nicht, dass wir... Ich glaube nicht, dass wir da noch Luft davon rum. Genau. Sieht es eher wie ein Splash aus oder ist es getropft oder was könnte ich mir denn vorstellen? Es sieht eher aus wie die Spur von einer Schnecke. Ja. Also wie so eine Schleimspur, die da rauskommt. Und nicht so... Also es ist ja im Fahrzeug drin, vom Beifahrersitz aus. Und das Chassis hier ist komplett in Ordnung. Also mein erster Gedanke war, dass vielleicht irgendein Kessel explodiert ist mit einer Industriesäure und der deswegen die Flucht ergriffen hat, aber das passt überhaupt nicht hier zu den Spuren. Byron, kannst du mal bitte checken, ob es vielleicht solche Spuren an den Körper von dem Typen gibt, von der Leiche? Das kann ich gerne untersuchen, aber ehrlich gesagt, wenn er nennenswert was von dieser Säure abbekommen hat, dann würde er anders aussehen. Ist er echt ein bisschen leichenfixiert, kann das sein? Nein, es hat nichts mit Leichen fixiert zu tun, was halt offensichtlich waren es zwei, die hier drin saßen. Ich meine, eventuell was halt wie die Beifahrertür war auf, der Typ hier vorne auf dem Pilotensitz, was halt wie ist tot. Vielleicht haben die sich gestritten, Kampf gegeben, irgendwas eine Art. Und ich meine, die Spur, die führt hier raus irgendwie. Wohin führt die überhaupt?
Alter, ich sehe hier nichts, ich höre hier nichts, hier ist keiner. Die sind wahrscheinlich alle tot. Wahrscheinlich. Können wir jetzt das Zeug einpacken und verschwinden? Ich habe keinen Bock, hier länger zu bleiben. Einen Moment, ich habe einen Tracker. Tatsächlich hast du einen Motion Tracker. Mhm. Schauen wir doch mal nach, ob hier irgendwo noch was kreucht und fleucht. Ist das einer von diesen ganz modernen mit dem roten Punkt? Ja, genau. Ganz genau der. Ist das einer, den du die ganze Zeit in deiner Tasche hattest und du holst ihn jetzt raus? Genau. Ja, das ist Retro-Look. Ich stehe darauf. Ich wollte nicht streiten. Ich finde das sehr gut, dass der Sergeant was dabei hat. Ja, ich fände es gut, wenn er es jetzt auch benutzen würde. Du dabei holst deinen Motion. Könnt ihr alle stehen bleiben. Aufhören zu zappeln macht die Sache leichter. Du holst den Motion Tracker heraus und er braucht nur Moment, um die Umgebung zu scannen und siehst ein ganzes Stück weiter in die Mine hinein mehrere Bewegungen. Da hinten ist was. Überlebende? Da bewegt sich was. Ja, Überlebende. Ja, eben, was sonst? Ja, was denn sonst? Bewegung. Gut. Cat, schnapp dir bitte so ein Exoskelett. Solange du nicht bewaffnet bist, was halt, scheint mir das, glaube ich, immer noch die probateste Alternative zu sein, um Eindruck zu schinden. Was? Weil ich mich echt langsam bewegen kann in einem Ding, das, wo ich eingesperrt wird. Naja, wir müssen ja sowieso tiefer in den Stollen. Oder da hinten wird es ja wahrscheinlich weiterführen. Captain, wenn es hier eine Rebellion gegeben hat, werden die Feuerwaffen haben. Und wenn sie da im Exoskelett runterläuft, dann ist das eine super Idee. Kaum zu verfehlendes Ziel. Ich gehe vor, ihr haltet euch mal bescheiden ein bisschen hinten und macht keinen Scheiß. Captain, ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihre Waffe sichern könnten. Wie, ist die nicht gesichert? Oh. Also tatsächlich bist du mit so einem Exoskelett zwar stabil und stark, aber nicht schnell. Mhm. Also die Dinger bewegen sich relativ langsam. Und sie sind wahrscheinlich auch extrem laut, oder? Geht. Sind nicht so super laut. Ja. Aber halt langsam. Aber wir können mit ihnen gegebenenfalls auch solche Shots öffnen, wie diese verklemmte hier. Mhm. Du musst das im Hinterkopf behalten. Ja, ich hol's dann. Ihr macht euch also weiter auf den Weg tiefer in die Mine hinein und geht am Ende des Hangars, führt eine Treppe nach unten und ihr steht vor einer Tür, so einer Stahltür mit diesem Drehrad vorne drauf und die ist offen, aber ihr habt das Gefühl, dass jemand versucht hat, sie von außen zuzumachen, weil durch dieses Rad ist irgendwie eine Kette gezogen, das hat aber irgendwie alles nicht funktioniert. Irgendjemand hat von außen versucht, diese Tür zu verbarrikadieren. Die Bewegungen sind irgendwo weiter dahinter. Von außen. Sobald der Captain übrigens runtergestiegen ist von dem Wagen, sage ich noch, Captain, ja. Ja. Gehen Sie mal weiter. Ich sehe mir Patient 1 noch mal kurz an. Ja, aber seien Sie vorsichtig, ne? Und nicht gegen irgendeine Säurepfütze wie treten oder so. Ja, Captain. Gut, du gehst. Mal, also ganz kurz, ich gehe zu Cat, weil die ist ja die einzige, die eher unbewaffnet ist. Während der Sergeant auf mich ja den Eindruck macht, sehr gut auf sich selbst aufpassen zu können. Ja. Du kommst zu dem Fahrzeug zurück, kletterst hoch und kannst dir den Leichnam nochmal anschauen. Ja, nein, natürlich, ich bin gar nicht das runtergegangen. Also ich werde ihn aus dem Fahrersitz mal rausnehmen. Kann ich ihn hier drinnen hinlegen? Ja, das ist groß genug. Das okay. Ist ein Rieseninnenraum. Dann lege ich ihn hin, natürlich nach Möglichkeit nicht in die Säurepfütze hinein. Mhm. Und dann knie ich mich mal über ihn drüber und dann schaue ich in sein Inneres hinein. Ja, du machst ihn mal auf. Für das Öffnen brauchst du keine Probe. Die inneren Organe sehen übel aus. Also richtig, richtig übel aus. Die Lunge ist kaputt. Die ist gerissen, würdest du sagen. Am Herz siehst du Zeichen von einer Herzquetschung. Und das Zwerchfell ist auch kaputt.
Gut, finde ich irgendwelche Fremdkörper drinnen? Dafür bräuchte ich jetzt dann schon eine Medizinprobe, um in diesem ganzen Gemetzel zu erkennen, ob da Fremdkörper. Okay, das heißt, ich würfle das wieder auf Wits plus meine Medizin, aber nicht den Feldarzt. Genau, weil den machst du ja nur, um jemanden zu heilen, der in einem kritischen Status ist. Dafür ist der Feldarzt gut. Gut. Ja, das sind zwei Erfolge. Die Einsen zählen ja nicht, weil ich keinen Stress habe, ja? Richtig. Genau. Die Einsen würden auch nur auf den Stresswürfeln selber zählen und nicht auf den anderen. Was du siehst, ist, da musst du aber schon ein bisschen tiefer graben, dass die Speiseröhre ziemlich mitgenommen aussieht. Und er muss irgendwas, du kannst es überhaupt nicht einstufen, was es ist, aber etwas ist vom Magen durch das Zwerchfell, hat die Lunge mitgenommen und du hast keine Ahnung. Was dich verwirrt ist, dass es so aussieht, als hätte nicht jemand irgendwie, du könntest so eine Verletzung haben, wenn jemand irgendwie eine Metallstange durch den Brustkorb in den Magen reingerammt hat. Ja, ja, okay. Es also, sieht aber eher andersrum aus. Ja, also dann machen wir diese klassische Szene. Ich wühle da drin herum, auf meinem Gesicht sieht man gar nichts, weil ich vollkommen neutral reagiere. Und dann irgendwann einmal ziehe ich natürlich, die entscheidende Frage ist, finde ich Schleim oder nicht? Nein. Gut. Es sind also keine irgendwie nennenswerten Spuren. Findest, ich mache mir meine Gedanken und da können wir schon ausblenden, wenn mir das genügt wird. Du findest keinen Schleim, der da nicht hingehört. Ja. Die anderen stehen vor der Tür ins Innere der Mine. Wir stehen nicht vor der Tür, wir stehen seitlich. Ich gehe als Erster. Genau. Ihr steht seitlich der Tür. Ich stehe ganz hinten. Und Ivanov schleicht sich durch die Tür nach drin. Genau, ich gehe rein, das M4 im Anschlag, gehe in die Knie, sichere, sehe ich was. Du siehst hier wieder diese Spuren auf dem Boden. Schleimspuren. Schleimspuren. Mhm. Hier ist ein Steinboden. Auch hier siehst du Vertiefungen, da wo der Schleim den Boden berührt hat. Ansonsten, du siehst keine Toten da rumliegen oder sonst was. Kratzspuren von der anderen Seite an der Tür, also von der euch abgewandten Seite. Und das sehen die Kratzspuren aus? Irgendwelche mechanischen Instrumente, irgendein Schneidbrenner, irgendwas? Also, vielleicht eine Axt? Eine Axt? Dass einer mit einer Axt irgendwie auf die Tür eingeschlagen hat. Also es sind schon große Spuren, die du in der Tür findest. Nicht das adäquate Mittel, so eine Tür zu öffnen. In der unmittelbaren Umgebung scheint die Luft hier rein zu sein. Ihr könnt durchkommen. Vorsicht, hier ist Schleim. Tatsch, das Ganze sieht sehr merkwürdig aus. Wir haben gerade festgestellt, dass offensichtlich von außen nach innen Türen blockiert wurden. Sehe ich das richtig? Oder? Ja, das siehst du richtig. So, das bedeutet, hier muss jemand gewesen sein. Das kann entweder jetzt nur gewesen sein, was halt wie nach Ausschlussprinzip. Der Typ da hinten im Wagen, Byron, geht's dir gut? So, der Typ da hinten im Wagen oder die 28 Typen, die da ihre Raumanzüge, was halt wir hatten und keine Ahnung, es geht mir nicht aus dem Kopf, aber... Der Tracker hat die doch da angezeigt. Also wenn die jetzt mit ihren Raumanzügen rumhüpfen... Nein, nicht 28. Und das könnten drei von den Irren sein, weshalb die 28 geflohen sind. Obwohl vielleicht 28. Lassen wir dann die Tür hier nicht einfach zu und gucken, ob es woanders was zu holen gibt. Ich darf noch mal einen Blick auf den Tracker. Wie weit ist denn da Bewegung entfernt? Du siehst, es ist ein Gang, nach rechts geht eine Tür, scheinbar hinter der Tür rechts von dir. Da rechts ist eine Tür, dahinter ist Bewegung. Wollen wir die Tür öffnen oder sie verschweißen? Also wenn wir da jetzt Hallo sagen, müssen wir wahrscheinlich helfen. So, und wer weiß, was die hier haben. Das wird echt ewig dauern. Moment. Wir wissen nicht, was da lauert. Mein Reflex würde sagen, verschweißen, Sergeant. Aber ich würde sagen, lass uns aber schauen, ob wir nicht das Intercom-System benutzen können, um mit denen in Kontakt zu treten. Das kann ja nicht so schwer sein.
Dann kommen die zu uns. Ich marschiere da mal hin. Naja. Ja, du findest tatsächlich auch einen Zugangspunkt in dem Gang. Dann der Monitor ist allerdings schwarz. Ja, dann versuche ich mal diesen Monitor wieder anzukriegen. Ja, du drückst Knöpfe, haust drauf. Irgendwie ist zentral der Rechner der Station halt runtergefahren worden. Das ist sehr merkwürdig. Und Captain, denkst du, die Leute sagen dann, ja, wir sind die Rebellen, wir kommen gleich raus? Im Zweifel ja. Ja, und dann ist hier die Kacke am Dampfen. Ich weiß nicht, ob wir unbedingt auf uns aufmerksam machen sollten. Folgende Vorgehensweise. Wir öffnen die Tür nicht. Wir morsen. Wir geben ein international bekanntes SOS-Signal. Klopf mal mit irgendwas Metallischem an die Tür. Das ist eine gute Idee. Das ist ein guter Vorschlag. Ich richte den Lauf meiner Waffe auf die Tür. Wenn die aufmachen und uns nicht freundlich gesinnt sind, wird okay, dann, ich versuche mich mal. Das ist schon lange her, dass ich das benutzt habe. Gott, Morse-Signale. Das ist ja so old-fashioned. Ich versuche mich mal dran zu erinnern. Ja, also ein SOS kriegst du noch hin. Okay, alles klar. Ja, dann bam, 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 bam. Keine Antwort. Ich probiere es noch zweimal. Mhm. Vermute immer noch keine Antwort. Nein. Ich gucke auf den Tracker. Sammelt sich was auf der anderen Seite? Nein. Der Tür? Du siehst immer noch eine Bewegung auf der anderen Seite. Eine Lebensform, die sich bewegt auf der anderen Seite. Direkt auf der anderen Seite? Kennt nicht direkt hinter der Tür, in dem Raum dahinter. Da hinten ist nur einer. Das schaffen wir. Na, wenn Sie das sagen, Sergeant, dann würde ich sagen, ich trete mal Respekt von ein paar Schritte zurück. Das Problem ist, ohne Strom oder die kriegen die Tür nicht so ohne weiteres auf. Oder ist das soll ich sie aufschweißen oder was? Ich habe meinen Schneidbrenner dabei. Naja, aber da müssen wir sie immer noch aufbrechen. Strom, ne? Um die Tür zu öffnen. Da, also das könntet ihr hinkriegen, ihr könnt, es ist an so einer Tür immer an der Seite ein Panel, womit man die öffnen kann. Also es ist ja nicht so, dass man gefangen ist, wenn es einen Stromausfall gibt. Man muss dann einfach das Panel an der Seite aufschneiden und die Tür mit Hand öffnen. Ja, lass mich mal machen, ich mach das schon. Ja, ich trete einen Schritt zurück. Genau, tritt mal einen Schritt zurück. Also Byron, wir machen hier die Tür auf! Halte ich seitlich der Tür, zurücktreten allein ist keine gute Idee. Ich halte mich auch seitlich. In Ordnung, Captain. Ich brauche hier noch ein wenig für Patient 1. Ich würde da hier mindestens 2 bis 3 Todesursachen feststellen. Ich gehe mal auf mittlere Position zwischen Tür und der Karre. Mhm. Byron, das nützt nichts. Wir haben wahrscheinlich gleich jemanden, der uns das erzählen kann, was hier passiert ist. Wollen Sie, dass ich komme? Ich gucke kurz zum Sergeant und zu Cat, die da in der Tür rumfummelt. Kommen Sie mal lieber runter, ja. Gut, ich stehe auf, stecke noch irgendwas Rot-Klebriges in ein Reagenzglas hinein, verpacke es und gehe dann hinterher. Ich nehme noch einen Schluck aus meiner Fuselpulle. Was ist mit der verdammten Tür, Longridge? Wann geht die auf? Wenn ich fertig bin. Ich entsichere mal die Waffe. Für dich überhaupt kein Problem, Cat. Ja. Easy going. Sag ich doch. Die Tür wehrt sich nicht. Bitteschön. Du okay. Darfst zuerst. Ich gehe als Erster rein, leicht geduckt, sichere. Was sehe ich? Ein dunkler Raum. Du siehst mehrere Computerkonsolen. Möglicherweise ein Kontrollraum. Und ich schalte die Taschenlampe am Gewehrlauf ein. Mhm. Du siehst drinnen, die Luft ist leicht neblig, diesig. Wasser ist an der Decke des Raums beschlagen, tropft hier und da herunter. Und mach doch mal. Ich habe meinen Raumanzug noch geschlossen. Ich weiß. eine Probe auf Observation. Oh, ist immer nicht das Geräusch, das man hören möchte. Nö. Alles klar. Wie viele Würfel waren das gerade, Bernhard? 1 oder 2? 2. Ja. Ist nicht so sein stärkstes Talent. Ein paar mehr, wenn ich schieße. Hm.
Hallo? Du siehst nichts Auffälliges. Ja, du, Darrington. Ihr seht's nicht gut aus, Captain. Ich schlage vor, Sie kommen rein und Longbridge bleibt draußen. Ich gehe durch, sagen Sie? Okay. Cat, bleiben Sie, halten Sie ein bisschen Abstand. Ganz kurz, Sergeant, ist das, sieht das nach veränderter Atmosphäre aus oder ist das irgendwie Wasser neben aus? Kommen Sie rein und fuchteln Sie mit Ihrer entsicherten Waffe nicht in meinem Rücken rum. Okay, ich mache jetzt die vorsichtshalber, ich mache wieder den Helm drunter und dann marschiere ich hinter dem Sergeant her. Vorsichtig. Kein Problem. Ihr seid jetzt beide in dem Raum, sieht aus wie ein Kontrollraum. Achso, und Taschenlampe links an. Ja, das Licht ist aus in diesem Raum, wie ihr ja schon festgestellt habt. Seht jetzt so die Strahlen eurer Taschenlampen, die den Nebel durchschneiden und immer nur sehr punktuell den Raum beleuchten, ohne den Blick auf das große Ganze freizugeben. Und auch du darfst gerne mal eine Probe auf Observation machen. Mhm. Ja, super. Einen. Das reicht. Du siehst in einer Ecke von diesem Raum eine Bewegung. Sergeant? Ja. Auf 3 Uhr. Ich sehe es. Ich leuchte dahin. Mhm. Da ist aber kein Mensch, oder? Keine Ahnung, jetzt versteckt es sich hinter einem der Schreibtische. Ich habe ja leichte Erfahrungen mit sowas. Beunruhigende Art von Bewegung oder... Erstmal hat man bloß ganz kurz gesehen, etwas hat sich da bewegt und etwas versteckt sich hinterm Schreibtisch. Ob du davon beunruhigt bist, überlasse ich... Sieht es mir so aus, als wäre es der Minenhund oder... Du konntest gar nicht erkennen, was es war. Ihr habt bloß, wie gesagt, ihr müsst euch das vorstellen, ihr könnt sehr wenig sehen in dem Raum. Eure Taschenlampen leuchten hin und her. Ganz kurz war die Taschenlampe hinten in der Ecke und ihr habt eine Bewegung gesehen von etwas, das sich versteckt hat. In die Ecke nutze ich die Deckung, die es gibt, Konsolen und sowas, was da steht. Nähere mich vorsichtig, rate dem Captain, hinten bleiben und nicht sofort schießen. So lange das heißt, als ich da jetzt hinzukomme, sehe ich also Longbridge heraußen ohne Helm im Freien und drinnen hinter der nächsten Tür sehe ich also Scheinwerferspielchen. Genau. Gut. Und Darrington und Ivanov mit Helm. Gut, dann gönne ich mir jetzt einfach noch den Spaß. Ich komme noch daher und habe in der Hand noch das heftigste Reagenzgläschen für Proben, das ich habe. Und es hat unten einen rausgeglühten Boden. Und stell es irgendwo so dezent ab. Und dann schaue ich Longbridge an und sage, alles in Ordnung? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, irgendwas ist da drin. Ich bin ja hier. Ich sichere mal den Sergeant. Und trinke. Super. Captain, Sie sind das Erfahrungsmonster hier. Sowas schon mal gesehen? Nein. Kinder hat es hier, glaube ich, nicht. Hey, ist da jemand hinter dem Tisch? Kein Geräusch. Keine Angst, war im Helm. Ja, ja, eben. Also man hört da draußen jetzt auch nicht so viel. Aber noch schnell. Hört dich niemand schreien. Ja, bitte ich schnell noch nachgehakt, Jens. Du hast vorhin gesagt, da wäre Schleim am Boden. Das ist aber nicht das gleiche wie die Säure, doch, oder? Doch, ist es. Ah, okay, gut. Nicht in dem Raum, sondern in dem Gang davor. Ich leuchte hier mal auf den Boden. Finde ich mehr Schleim? Nein. Gut. Ich nähere mich immer noch, Gewehr im Anschlag, der Ecke, in der ich die Bewegung gesehen habe. Sehe ich weitere Bewegung? Du schleichst immer näher ran, bewegst dich so im Halbkreis, um immer in Deckung zu bleiben, um diesen Tisch drumherum und siehst dann ganz in die Ecke gedrückt in diesem Raum einen Schäferhund. Ein Schäferhund? Ein Schäferhund. Der Minenhund. Du hast das Skript gelesen, ja? Und? Captain? Ja? Sind Sie tierlieb? Was wollen Sie mir damit sagen, Sergeant? Da hinten sitzt ein Schäferhund. Ein Hund? Ach so! Na dann, ich komme mal an dir vorbei. Na, Fifi? Ach du Scheiße, das ist ein Schäferhund.
Hunde, die sind doch fast ausgestorben, sag ich über Funk. Ja, es hat schon ein bisschen Geld gekostet, so ein Viech und was halt hierher zu bringen. Ich guck mal an, wirkt der verängstigt, verletzt? Ja. Den Schwanz wirklich unter den Bauch geklemmt, ganz hinten in die Ecke. So, seid ihr mit dem Köter jetzt fertig und können wir weiter? Ah, Moment. Vor allen Dingen habt ihr hier in dem Raum aber auch Computerkonsolen, also mehrere. Das, wie gesagt, ihr scheint in einer Art Kontrollraum zu sein. Oh. Cat, das ist ein Schäferhund, der zieht gerade den Schwanz ein und hier sind ganz viele Computerkonsolen. Kriegst du Mutter zum Laufen? Bestimmt. Dann mach mal. Interessiert mich nicht, mein Gott, der hat halt Schiss, ne? Na gut, dann klick. Das Ding, den Helm wieder auf. Na, mein kleiner Fifi. Und dann gehe ich mal so vorsichtig auf den Hund zu. Tatsächlich scheint er nicht aggressiv zu sein und lässt dich sogar an ihn ran. Mhm. Beruhigt so ein bisschen, wenn du ihn streichelst. Was macht er? Der beruhigt sich ein bisschen, wenn du ihn streichelst. Alles klar, alles ruhig. Und dann streichel ich ihn so ein bisschen. Mhm. Na? Und dann, mein Junge. Du kannst leider nicht erzählen, was hier passiert ist, was? Ist da irgendwo ein Band oder irgendwas, was einem sagt, wem der Hund vielleicht gehörte oder sowas? Oder? Der hat tatsächlich ein Halsband und da hängt so eine Marine-Plakette dran. Aha. Mhm. Ey, aber wenn wir die Töle mitnehmen, ne? Das geht nicht von meiner Essensration ab, das sage ich gleich. Wir haben hier höchstwahrscheinlich Essensration von 30 Leuten. Also mach dir nicht ins Hemd, Cat. Jetzt mal ehrlich. Gott, die willst du auch noch suchen. Hm. Wie lange willst du denn hier bleiben? Na, bis das Iridium eingeladen ist, oder falls sie was Wertvolleres haben, natürlich. Ja. Captain, soll ich mal zu Ihnen kommen? Kennen Sie? Ja, machen Sie mal. Ich würde sagen, wir nehmen den Köter mit. Ich habe übrigens eine Information für die gesamte Crew, die Moral gleich steigern wird. Ja. Ja, angesichts des Todesfalles da hinten, glaube ich, dass Paragraph 214 der UN-Regelung für den internationalen Hilfe angebracht ist. Sprich, wir haben Anspruch auf ungefähr 10% Rettungsersatz. Das ist ja großartig! Fantastisch, Byron! Noch irgendwas anderes, was ihr aus den Gesetzestexten rausziehen könnt? Das ist ehrlich gesagt schon ein bisschen länger her, dass ich es gelesen habe. Ja, die Säure ist eine echte wissenschaftliche Entdeckung. Ich komme jetzt mal zu Ihnen. Cat widmet sich den Rechnern, die da sind. Mhm. Und mach doch mal bitte eine Comtech-Probe. Alle, die sich an den Rechnern zu schaffen machen? Ja. Okay. Dann helfe ich der guten Cat. Womit war das jetzt noch? Das ist jetzt der Rechner da drinnen jetzt, ja? Genau, in dem Kontrollraum stehen Rechner drin. Das heißt, währenddessen sichert Ivanov wahrscheinlich noch. Und was macht der Hund? Der hält sich gerade an Darringtons Seite. Nachdem Darrington sich ihm genähert und ihn gestreichelt hat, drückt der Hund sich die ganze Zeit so ein bisschen an dein Bein. Was soll ich sagen? Cat, wenn du es nicht machst, auf euren Captain ist Verlass. Zwei Erfolge. Ich trinke lieber noch was. Ah ja. Also mit anderen Worten, einloggen kannst du. Ja. Tatsächlich siehst du, wie das System hochfährt, wie immer mehr Systeme hochfahren, die unterschiedlichen Monitore in dem Raum erwachen, erst schwach, dann stark leuchtend zum Leben, dann tatsächlich eine Anzeige von Mutter zu sehen. Ah, Mutter! Ich versuche, Kontakt aufzunehmen. Mhm. Du hast da eine Texteingabe. Ja. Im besten Fall sagst du mir, was du eingeben willst. Und ich gebe das, ihr seht ja den grünen Bereich in der Mitte. Gut, dann werde ich eingeben. Mutter, hier Captain Darrington vom Rettungsraumschiff Agamemnon. Was ist hier passiert? Captain, wenn ich kurz ergänzen darf, wenn wir uns als Rettungsraumschiff deklarieren, verlieren wir möglicherweise den Anspruch auf die 10%. Wo kommt denn dieser Paragraph schon wieder her? Ich wollte nur zur Sicherheit. Keine Angst, das werden wir schon irgendwie wieder löschen.
gesagt ist jetzt gesagt. Mist. Sie haben den Hund natürlich noch nicht angefasst, oder, Captain? Aber selbstverständlich. War das ein Fehler? Das verstößt gegen so viele Quarantänevorschriften, dass dieses Tier überhaupt hier herumläuft. Ach, jetzt hören Sie mal auf, das hier ist eine Notlage, jetzt kommen Sie mir mit Quarantänevorschriften. Jetzt hören Sie mal, also wirklich. Ich gehe mal auf die Höhe des Hundes und versuche mal meinerseits mit dem ein bisschen kommunizieren. Bin aber nicht sehr geschickt dabei wahrscheinlich. Na und, sag ich. Geh mal rüber zum Doc und dem Hund. Moment, was antwortet? Mutter antwortet irgendetwas. Moment. Kannst du mir ganz kurz vorlesen? Das ist zu klein. Schadensmeldungen aus der Mine. Quarantäne eingeleitet. Schleusen werden versiegelt. Irgendwas ist in der Mine passiert. Quarantäne in der Mine? Was kann denn zu... Ihr hört ein zischendes Geräusch aus dem Hangar. Byron? Im Hangar, wo wir hergekommen sind? Wo ihr hergekommen seid. Gut, ich drehe mich sofort um und gehe ein paar Schritte in die Richtung. Mhm. Du siehst ein rotes Licht an der Innentür der Schleuse. Und da ist so ein Monitor, der angegangen ist und da steht irgendwas. Moment, Captain, die Schleuse, durch die wir reingekommen sind? Ja. Captain, haben Sie zufällig gerade den Befehl gegeben, die Schleuse nach außen zu öffnen? Nein, ich komme mal kurz zu dir. Cat, behalten Sie bitte Mutter im Auge. Okay. Da kommt jemand rein, oder? Du gehst zu der Tür, guckst auf den Monitor direkt, der direkt neben der Tür ist und liest Quarantäneprotokoll aktiv, Zugriff verweigert. Nein! Heißt das, wir kommen hier nicht mehr raus, oder was? Scheiße. Ich marschiere wieder zurück. Sergeant, Cat, wir haben ein Problem. Seitdem sich Mutter wieder angeschaltet hat, ist die Schleuse versiegelt. Ich habe langsam. Darf ich nochmal das Thema Quarantäne erwähnen? Mutter hält sich nämlich an die Quarantänevorschriften. Weißt du, ja. Klugscheißer mag jetzt keiner. Wie kommen wir hier raus? Naja, wir wissen Mutter wieder ab. Schon mal, wie wir nicht rauskommen. Ich sag's mal so, wir können immer noch im Zweifel das Schleusentor oder den Hangartür, die kriegen wir auf. Das haben wir ja vorhin schon festgestellt. Also bist du so mit dem Fahrzeug gegenfahren? Nicht, mit Gewehrgranaten auch nicht. Das kleine Türchen nebenan kriegen wir vielleicht auf. Ja, Moment. Das gerade verriegelt wurde. Captain, was sagten Sie denn gerade? Was war die Ursache für die Quarantäne? Aber Moment, irgendetwas in der Mine. Aber ganz kurz, erstmal die Fluchtoption. Theoretisch kriegen wir die Hangartür auf und das halt mittels der Exoskelette. Das nur erstmal dazu. Aber ich habe fast den Eindruck, dass jemand Mutter abgestellt hat, um die Quarantäne zu umgehen. Kann das sein? Nee, es war noch nicht richtig ausgeführt, richtig? Die wurde abgeschaltet, bevor die Quarantäne... Das geht ziemlich schnell, in Sekunden. Ich habe das Gefühl, Mutter ist abgestellt worden und dann hat jemand versucht, mit dem Wagen die Tür und das halt wie aufzudengeln. Oder nicht? Wenn hier Quarantänevorschriften herrschen, würde ich euch vorschlagen, falls es noch nicht zu spät ist, eure Raumanzüge wieder zu versiegeln. Cat? Warte, Moment. Captain, können Sie mit Mother kommunizieren darüber, wann sie das letzte Mal aktiviert wurde, beziehungsweise wann sie deaktiviert wurde und wer das gemacht hat? Das werden wir jetzt alles machen. Cat, mach doch mal bitte eine Observation Probe. Sonja. Ach, ich. Genau, Entschuldigung, Cat ist dein Name. Ich fühle mich da einfach nicht angesprochen, es tut mir leid. Mit dem Stresswürfel, ja? Ja. Okay. Eine 6. Mhm. Du siehst eine rasend schnelle Bewegung, die Wand hoch und in die Lüftung hinein. Scheiße. Habt ihr das gesehen? Was? Was war das? Wo? Da ist irgendwas lang gehuscht. Ja, wo? Ich zeig doch drauf, da wo der Finger leuchtet. Genau. Ist Hangar da oder? In der Lüftung verschwunden. Wo? Im Hangar oder drüben im Kontrollraum? Wir sind noch im Kontrollraum. Sind wir nicht? Ich weiß. Nee, ich bin schon draußen im Hangar. Wo sind wir? Du bist noch im Kontrollraum, deswegen solltest du die Probe machen. Da ist das. Was?
Worauf deutet Language denn da? Wie hoch oben ist das? So in 3 Meter Höhe der Eingang zur Lüftung, wo scheinbar das Gitter ab ist. Achso, gibt's hier Eidechsen? Das ist noch die Wand hochgekrabbelt. Hund? Ja, ein Hund kann eine Wand hochkrabbeln oder was? Die Wand hoch? Ich hasse Viecher. Gut, ich gehe mal dahin. Steht da irgendeiner von diesen Tischen oder sowas? Steht da drunter, so dass man da raufkommen könnte? Oder muss du ich kannst was da einen hinschieben? Du willst doch jetzt nicht irgendein Viehzeug hinterhergehen. Mal, wir müssen hier raus. Hast du heute schon getrunken? Ist doch völlig Banane, Mann. Gut, also ich versuche mir irgendwas hinzuschieben und dann klettere ich da mal drauf und gehe hin. Und dann sieht das so aus, als ob das Schutzgitter von außen entfernt worden wäre? Das liegt auf dem Boden. Meine Lieben, ich habe eine unschöne Nachricht. Tatsächlich ist es so, der Chat hat auch drüber geredet, dass Twitch heute richtig große technische Probleme hat. Und zwar im ganzen europäischen Bereich gibt es gerade heftigste Twitch-Abbrüche und unsere Zuschauer haben nichts davon, was wir hier gerade tun. Deswegen brechen sie das gerade ab. Und es wäre unglaublich schade, wenn das, was wir hier tun, niemand sieht. Das finde ich. Ja. Meint ihr, wir finden einen Termin miteinander, wo wir das weitermachen, wenn nicht gerade die Twitch-Server komplett im Eimer sind? Ja. Sicher. Wärt ihr alle bereit dazu, weil jetzt weiterzuspielen, während die Leute die ganze Zeit sagen, oh mein Gott, ich kann gar nicht sehen, mein Stream ist schon zum 10. Mal abgebrochen. Das liegt in dem Fall tatsächlich an den Twitch-Servern selber. Sehen wir jetzt gerade noch online? Wir sind noch online. Oh, wir können es noch nicht ausziehen. Aber unter Umständen können uns diverse Leute nicht sehen. Sind noch online. Ja, dann machen wir es. Wir spielen weiter. Ja, selbstverständlich lässt sich das ein anderer Termin finden. Ich meine, das ist ja wohl die sinnvollste Variante. Das heißt, dass im Zweifel gibt es wahrscheinlich nicht mal brauchbare Aufzeichnungen von dem, was wir bisher haben. Ich hoffe, dass wir Aufzeichnungen haben, aber mein Vorschlag wäre, dass wir einfach einen anderen Termin finden, um weiterzuspielen. Mhm. Weil das doch sehr schade wäre. Ich fände das. Ja, ich möchte nur sagen, da ist Wasser drin, ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich trinke hier den Wein. Das heißt, ich bedanke mich bei euch dafür, dass ihr das heute gemacht habt. Es ist tatsächlich eine Katastrophe. Ich habe nebenbei versucht, den Stream laufen zu lassen, auch um es zu sehen. Es bricht wirklich alle paar Minuten ab und man muss den Stream neu starten und es bringt überhaupt nichts. Ja, ich werde kontrollieren, ob es vernünftige Aufzeichnungen gibt. Ich hoffe das. Sonst müssen wir das halt nochmal spielen. Super. Ansonsten spielen wir es nochmal. Genau. Das kriegen wir nochmal hin. Das ist überhaupt kein Problem. Das kriegen wir nochmal hin. Alles klar. Zumal das ja das Einzige ist, was von uns überleben wird, diese Aufzeichnung, wäre es ja wirklich schade. Ne? Ja. Mach immer auf. Nein, der Chef Demokratie-Wahnsinn. Also wenn Sonja jetzt hier erklärt, dass sie keine Wodka trinkt, ich bin übrigens überhaupt kein Pedant, ich spiele nur. Ja. Das ist, glaube ich, bin der unpedanteste Mensch hier von uns allen. Wenn die Aufzeichnung nicht funktioniert hat, kannst du es ja auch ganz einfach zusammenfassen, was bisher passiert ist. Dann würde ich das einfach zusammenfassen, die Situation, in der ihr seid. Mhm. Und dann spielen wir das nächste Mal. Ich glaube, es ist die einzig richtige Entscheidung jetzt. Beim nächsten Mal werde ich es, während wir senden, auch aufzeichnen. Sollte sowas nochmal passieren, dann haben wir es zumindest für Twitch. No. Für YouTube hinterher nochmal. Aber das macht gerade wenig Sinn. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr da wart. Bei denen, den 50 Leuten da draußen, die durchgehalten haben, zwischendurch waren es ja viel, viel mehr. Die 50 Leute, die jetzt noch da sind, die uns vielleicht sehen können oder möglicherweise auch nicht. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich informiere euch rechtzeitig, wann es weitergeht und wünsche euch noch einen schönen Abend. Und ein schönes Wochenende gehabt euch. Wir leben noch. Bis bald. Wir haben was Wichtiges gefunden. Holt uns hier raus. Ihr müsst den anderen Bescheid sagen. Hast den Schäferhund hier. Ja, tschüss. Ciao.